Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videotutorial über die Programmiersprache bzw. Webprogrammiersprache PHP. Ja, in meinem ersten Video möchte ich euch gerne erklären, wie ihr überhaupt PHP programmieren könnt, was für Voraussetzungen gegeben sein müssen. Und in den ersten Schritten möchte ich euch gerne ein paar ganz einfache Sachen erklären, und zwar, wie mache ich eine Textausgabe? Kann ich HTML-Elemente in PHP benutzen? Wie deklariere ich eine Variable, beziehungsweise wie lege ich eine Variable an? Dann, wie geben wir den Inhalt von Variablen aus? Und zum Schluss rechnen wir einfach mal zwei Variablen zusammen, um zu sehen, dass das auch funktioniert. Ja, vorab möchte ich euch gerne erklären, wie ihr überhaupt PHP zum Laufen bekommt bei euch lokal auf eurem Rechner zu Hause. PHP ist ja keine gewöhnliche Programmiersprache. Ja, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ihr ladet euch den Mozilla Firefox aus dem Internet runter und installiert den. Dann habt ihr ja ein Programm, das wurde ja auch mal programmiert. Das läuft dann lokal bei euch auf dem Rechner. Es ist ja bei euch auf dem Rechner zu Hause installiert. Und PHP ist da anders. PHP ist zwar auch eine Programmiersprache, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar sitzen wir zu Hause an unserem Browser und haben irgendwo im Internet unsere Seite liegen. Unsere PHP-Seite, die, keine Ahnung, der Textausgabe macht, was zusammenrechnet, etc. So, und dann laden wir ja quasi nicht die Seite runter und führen das bei uns aus, lokal auf dem Rechner im Browser, sondern wir sagen dem Browser, hier, das ist unsere Seite, ruf sie bitte auf, führe das Programm aus, was da drin programmiert ist, und schick uns das Ergebnis davon. Das Ganze funktioniert über eine Client-Server-Verbindung. Der Client sind immer wir. Und der Server ist quasi das Webspace im großen Internet, wo unsere Internetseite liegt. So funktioniert das Ganze. Also wir gehen hin, sagen, mach das mal und sag uns, was da rauskommt. Und das wird dann bei uns angezeigt. Und um das Ganze bei uns zum Laufen zu bekommen, brauchen wir erstmal einen Server, mit dem wir das Ganze simulieren. Weil wir können nicht einfach die Datei als, ich habe jetzt mal einen index.php genannt, speichern und dann ausführen. Dann sehen wir lediglich den Text, den wir reingeschrieben haben. Der wird nicht kompiliert und wir bekommen nicht das, was wir sehen wollen, sondern wir bekommen einfach wieder den Text, den wir reingeschrieben haben. So, das heißt, wir brauchen einen Server, um das Ganze zu machen. Das ist auch relativ einfach. Egal, ob ihr jetzt einen Linux-Rechner habt, einen Mac oder einen Windows-Rechner, dann geht ihr einfach auf Google und gebt da XAMPP ein, XAMPP, und dann Download. Und dann bekommt ihr so ein kleines Programm, ist so 80 MB groß, das ladet ihr runter und installiert das. Und dann habt ihr alles, was ihr braucht, um PHP zu programmieren. In diesem XAMPP-Verzeichnis gibt es einen Ordner, der heißt htdocs. Unter diesem htdocs-Ordner könnt ihr einen eigenen Ordner anlegen, wo drunter ihr dann einfach eure PHP-Files ablegt. Das Ganze ruft ihr dann auf in eurem Browser über die Adresse localhost. Das ist euer eigener lokaler Rechner. Und von da aus werdet ihr dann auch weitergeführt, wie ihr zu eurer Seite kommt. Ja gut, dann fangen wir mal mit dem Wesentlichen an, was ich hier jetzt hier so zusammengebaut habe. Und zwar fangen wir erstmal an, PHP, um dem Browser überhaupt, beziehungsweise dem Server zu sagen, dass wir jetzt PHP machen möchten, machen wir einen Tag auf. Das ist spitze Klammer auf, Fragezeichen, PHP. So, sieht man das auch? Ja, wunderbar. So, diese zwei Zeichen, die ich am Anfang hier angegeben habe, das sind Kommentare. Die werden ignoriert, das ist nur zur Verdeutlichung für euch jetzt da, damit ihr mal mitlesen könnt. Also, wenn ihr einen Kommentar bei euch im Quellcode drinstehen habt, dann wird das vom Browser ignoriert und nicht mit ausgegeben. So, dann möchten wir eine Textausgabe machen. Das machen wir mit einem Echo in einfachen Hochkommata. Können wir unsere Textausgabe schreiben und beenden das dann wieder mit einem Hochkommata. Dann haben wir eine Textausgabe gemacht, nämlich Hello World mit einem Break, also einem Zeilenumbruch in HTML. Und jeder PHP-Befehl wird mit einem Semikolon abgeschlossen. Egal welcher Befehl, wird immer mit einem Semikolon abgeschlossen. So, um nochmal zu sehen, dass auch Textausgabe mit HTML wunderbar funktioniert, haben wir hier dasselbe wie oben nochmal, nur mit einem B für Bold drunter, also mit einem HTML-Element. Das heißt, unser Hello World wird dann fett geschrieben. So,
kommen wir zur einfachen Variablendeklaration. Und hier deklarieren wir die Variable Text. Unsere Textvariable hat den Inhalt, soll den Inhalt clipflip bekommen. Und dann sagen wir einfach Dollar. Dollar steht dafür, dass PHP jetzt weiß, jetzt kommt eine Variable. Unsere Variable nennen wir Text. Dollar Text ist gleich, also hat den Inhalt clipflip. Um das Ganze dann ausgeben zu lassen, benutzen wir wieder unseren Echo-Befehl, Echo. Dann geben wir an, Inhalt von $text, dass es ein normaler Text ausgegeben wird. Dann benutzen wir einen Punkt, um den String zu konkatenieren. Das bedeutet so viel, wir wollen eine Zeichenkette zusammenbauen. Und hier beenden wir quasi kurz unseren statischen Inhalt. Dann kommt unsere Variable. Punkt, $text, Punkt. Das heißt einfach nur, dass wir die verknüpfen mit der Ausgabe. Und dann kommt ein Break wieder für einen Zeilenumbruch. Und dann soll dahinter herauskommen Inhalt von $text, Doppelpunkt, ein Leerzeichen und dann clipflip. Ja, dann machen wir jetzt noch so ein bisschen Rechnerei im PHP. Dazu habe ich zwei Variablen angelegt. Zahl 1 und Zahl 2. Die eine hat den Wert 10, die andere hat den Wert 20. Und dann eine Summe. Und die Summe soll sein Zahl 1 plus Zahl 2. Falls ihr schon Programmiererfahrung habt, ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich gar nicht gesagt habe, dass das hier oben ein Text ist, der in dieser Variable gespeichert werden sein soll. Und hier unten eine Zahl. Das macht PHP intern und das erspart uns den ganzen Aufwand, dass wir bei jeder Variable sagen müssen, ist jetzt ein Text, ist es jetzt, was weiß ich, eine Zahl, es ist ein Datum und so weiter. Ja, und ganz zum Schluss wollen wir das dann nochmal ausgeben mit Echo, $Zahl 1. Hier geben wir dann wieder die Textausgabe aus mit einem Punkt. Konkatenieren nehmen wir uns wieder den String zusammen. Plus, plus die Variable Zahl 2 ist gleich die Summe. Und ganz zum Schluss beenden wir unser PHP wieder. Und jetzt gucken wir einfach mal im Browser nach, ob alles so rausgekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann gehen wir hier auf unsere Seite. Der besagte Localhost, hier XAMPP. Und ich habe das im Ordner P... Na? Nicht unter XAMPP habe ich das liegen, sondern unter P... H... P... Schräger... Noch ein PHP-Ordner. Und darunter liegt da mein File. Und hier sehen wir dann unsere Textausgabe. Einmal wollten wir ja nur das ganz normale Hello World ausgeben, ohne irgendwas. Und einen Zeilenumbruch machen. Dann haben wir das Ganze nochmal mit einem HTML-Element gemacht. Mit dem Bold. Da haben wir das einmal fett geschrieben. Dann haben wir uns hier unten einmal eine Textausgabe zusammengebaut. Und in die Variable Text das Wort clipflip geschrieben. Und dann haben wir unseren String auch. Inhalt von $text ist clipflip. Und unten geben wir Variable 1, Variable 2 und die Summe aus den beiden Variablen aus. Ja, und das funktioniert auch wunderbar. Und wie ihr seht, habe ich auch keinen von den Kommentaren, die ich hier reingeschrieben habe, werden mit angezeigt. Die werden vom Browser immer ignoriert. Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen was über die Programmiersprache PHP lernen. Und ich werde hier ebenfalls eine Reihe draus machen, wie aus meinen HTML-Tutorials. Und bis zum nächsten Mal.